Das war irgendwie, traf die Leute völlig unerwartet und brachte uns sehr, sehr große Erfolge ein. Weil gerade dieser Musikstil erforderte unbedingt ein gewisses Können. Von der Stimme her, vom Geschmack her, vom Arrangement her, von der Bewegung, der Erscheinung auf der Bühne her. Alles musste stimmen, nicht? Und in dem Sinne waren wir, darf ich sagen, recht erfolgreich. Weil das Wichtigste war die Comedian-Harmonies. Nicht Biberti, nicht Zizowski, nicht Frommermann, die Comedian-Harmonies. Das war das Wichtigste, nicht wahr? Und das haben alle eingesehen. Und deshalb haben wir harmonisiert als Menschen und wir haben gut gelebt zusammen. Manches Mal natürlich gab es ein kleines Argument, was gut ist eigentlich. Ich war nicht alles Ja sagen. Und das hat auch geholfen zu der Entwicklung. Nun allerdings, die Comedian Harmonies haben etwas, was es heute nicht mehr gibt. Nicht? Sie haben eine Perfektion, eine Präzision erreicht gehabt, die heute nicht einmal mehr angestrebt wird. Und das war Erfolg. Ich habe gesungen für den Mensch mit Verstand. Das heißt, ich habe Text, Melodie und durch dein meine Vortragen habe ich die Menschen Zufriedenheit gegeben. Glücklich gemacht. Da. Die Gruppe, die alte Gruppe, so wie sie war, hätten die Welt erobert. Die hätten die ganze Welt erobert. Größer noch wie die Beatles waren. Heute habe ich dem großen Glück ins Auge gesehen. Mir die ganze Welt noch einmal so schön. Und heute muss ich mein schönster Traum erfüllen und meine große Sehnsucht schieren. Und jetzt in dem Gesicht mit euch. Ich bin da, ich bin da. Steht auf hinter meiner. Beide, Zizowski. In der schwerfahren Nacht ist die Liebe wach, tanzt der Frau meine Träume. Gitarren spielt da, wenn der Mond hell am Himmel erstrahlt, denn ich habe gefühlt, denn ich der Zeit, schöne Zeit. Zweiter Tenor und Bon Vivant sozusagen des Ensembles, Erich Collin. Der in Kalifornien gestorben ist, vor 9 Jahren etwa. Und das ist Harry Frohman, früher Frommermann, Amerikaner, der vor 3 Wochen starb. Ich war voriges Jahr im November, ich bin von Israel gekommen, über Frankfurt, und ich habe mit Harry eine Verabredung gehabt, ich wollte ihn sehen. Ich habe gesagt, bevor ich sterbe, will ich dich sehen. Und er wollte auch mich sehen. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. Wir sind aufgesessen bis 1 Uhr nachts, gesprochen von der Vergangenheit. All die ganze Geschichte. Und es war so wunderbar. Der Gründer des Unternehmens war Harry Frommermann, der eine Annonce in die Zeitung setzte. In den letzten Tagen 1927 erschien diese Annonce. Stimmen gesucht, nicht über 25.
musikalisch. Der Mann, zu dem ich ging, im 5. Stock ein lächerlich kleines Atelier in der Stubenrauchstraße, hieß Frommermann. Harry war die Seele der Comedian Harmonies. Ich stellte mich dahin, also ich füllte beinahe die halbe Dachbude aus. Ich hatte einen riesigen Wintermantel an und sang nun Oasis und Osiris, dass die Wände platzten, nicht wahr? Und er hatte da ein ganz billiges, uraltes Klavier und da begleitete er mich drauf, ein bisschen holprig, aber das macht ja nichts, und sagte dann, einigermaßen angetan von meinen Mitteln, sagte, ja, wollen Sie das machen mit uns? Kennen Sie die Revelers? Die bekannte Gesangquartett Amerika. Das sind 4 Sänger und eine Pianistin. Platten gab es von denen. Und so hat Harry Frommermann die Idee bekommen, durch die Revelers. Warum kennen wir hier nicht in Deutschland so eine Gruppe Grin? Wir hatten ja so etwas noch nie erlebt vorher. Wir hatten ja nur die üblichen Gesangsquartette erlebt, mit Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben, mit Glaséhandschuhen und Notenbüchern. Ne? Und dass wir es als eine Sensation ansahen, wenn das jemals öffentlich jetzt wirksam werden würde. Und so war es dann auch. Der Berti war in derselben Chor engagiert in Groschersperhaus. Ja, Leschnikow, Biberti und ich, alle drei zusammen. Da haben wir uns kennengelernt, wir haben uns angefreundet. Besonders Leschnikow und ich, weil er Russisch gesprochen hat. Und so. Waren alle drei in einer Garderobe. Ein Zimmer. Ich habe gezögert. Ich will doch zurück zur Oper und so studieren. Dann sagt er, du kannst viel Geld verdienen. Und Biberti, du kannst viel Geld verdienen. Ja, allein werde ich sparen. Und dann nach 3 Jahren habe ich genug davon. Ich habe nicht gewusst, dass die Sache sich so gut entwickelt. Und dann hat der Leschnikow mich eingeschleppt. Einen Tag habe ich Boot mitgenommen. Ich lag als ein Langschläfer, der am vorigen Abend vorher gebummelt hatte, im Bett. Und plötzlich stand jemand an meinem Bett und weckte mich auf. Und das war Leschnikow. Erwinchen, musst du kommen, wie möglich schneller. So sprach er. Wir haben morgen eine Vorsingen und du kommst damit, musst du kommen, du musst spielen. Also jedenfalls habe ich dann langsam begriffen, dass ich da also spielen sollte. Und wir merkten sehr schnell, nachdem er ein bisschen am Klavier fantasierte, quasi vorspielte, wir merkten sehr schnell, was wir da gewinnen mit Erwin Wurz. Als Leschnikow mich dahin schleppte, bestand das Ensemble aus Leschnikow, Nussbaum, 2. Tenor, Harry Frommermann und Biberti. Und dann haben wir den Nussbaum gegen Collin ausgetauscht. Den habe ich gebracht von der Hochschule. Er war in der Opernklasse der Hochschule für Musik hier in Berlin am Steinplatz. Schüler. Mit einer, sagen wir mal, sehr flachtembrierten Stimme, die aber für diesen Zweck genau das Richtige war, weil sich da dann also nicht 2 Timbres um irgendeinen Vorrang stritten, sondern der zweite fügte sich wundervoll mischend ein zu dem ersten Tenor und zu den anderen Sängern. Was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus. Das ist Colin. Und der sticht, sticht, sticht. Oh, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollo. Jetzt komme ich. Heute um 4 klopft's an die Türe. Nanu besucht so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sein Vater war Opernsänger, Wagner. Und seine Mutter Klavierspieler. Und der war auch Bass, sein Vater, Wagner-Sänger. Am 5. Juni 1902 wurde ich geboren. Mein Vater spielte zu dieser Zeit den Basilio
in Barbier von Sevilla. Er kam nach Hause und ich war da. Er war ein Unikum an Gesundheit und verlor seine Stimme. Und wurde von dem damaligen Generalintendanten in der Oper entlassen, was für die Familie ein ungeheurer Schlag war. Die Gründe kann ich Ihnen nennen, sie sind nicht sehr... Er hat viel getrunken. Und dadurch hat er, glaube ich, seine Stimme ruiniert und hat früh aufgehört. Und meine Mutter spielte Klavier. Und zwar bei einer Einrichtung, die damals aufkam, der so ein Vorläufer des Tonfilms. Als es noch diese Filme gab, wo in der Ecke ein Kapellmeister dirigierte, nach dem man sich dann zu richten hatte. Ich hatte in der Schule übrigens meistens mangelhaft im Singen, weil mich das nicht interessierte. Es war mir zu doof zu singen, was kommt von draußen rein. War mir einfach zu langweilig, zu doof. Ich bin am 18. 97, 16. Juli geboren, in Haskovo. Er kam aus Bulgarien. Nicht weit von Sofia. Wie Balkanese Leute sind, ein Gemix von Oriental und Europäisch. Mein Vater war Postbeamter. Beamter, obacze Naczelnik. Chef der Post in Haskovo. Meine Mutter hatte wunderbare Stimme. Wahrscheinlich habe ich das von meiner Mutter genommen. Herr Colin war Sohn eines sehr berühmten Arztes, Abraham. Er kam aus einem, wie man so sagt, aus einem guten Haus, hatte eine gute Schulbildung hinter sich und ich lernte seine Mutter kennen und so weiter. Also, wie man sagt, ein sehr gut bürgerliches Haus. Das war Erich Abraham Colin. Mein Bruder ist am 26. August 1899 geboren und wir haben immer gesagt, er ist aus dem vorigen Jahrhundert, während ich viel später geboren bin. Ich bin aus diesem Jahrhundert. Und mein Vater war Dr. Paul Abraham, ein Kinderarzt. Und er heiratete Elsbeth Colin, deren Vater ein Verlagsbuchhändler war. Und dann später haben wir ihr den Namen angenommen. Die waren getauft schon, die Mutter und der Vater. Meine Eltern wurden geschieden, als wir 2 und 4 waren. Nein, wir haben deshalb nicht eine so sehr glückliche Jugend gehabt. Als ich 4 war oder so, hatten wir eine Schweizer Gouvernante und sollten Französisch sprechen. Und es war sehr ärgerlich, die sprach kein Wort Deutsch und so mussten wir also Französisch lernen. Sie war immer mit uns zusammen, ging spazieren. Und wir liebten Sello sehr und die hat uns auch viele Lieder beigebracht. Wir haben viele französische Lieder gesungen. Und dann, als er ungefähr 12 war, kam er eines Morgens zum Frühstück und sagte, ich habe Sello mit einem Kuss geweckt. Und dann dachte meine Mutter, es wäre Zeit, dass Sello wieder in die Schweiz zurückginge. Ja, ich bin geboren in Lodz, früher russisch Polen. Ja. Und wann ich geboren bin? 1901. Nächsten Monat, Januar 24, werde ich 75. Ich glaube, dass sein Vater, ich weiß nicht, Kantor war oder dass er doch mit Kantoren eine sehr gute Beziehung hatte. Ich stamme aus einem frommen Hause, wo sehr viele Rabbis waren in den Verwandten. Ich selbst habe studiert, um ein Rabbi zu sein, Rabbiner. Ich war das, wie gesagt, das schwarze Schaf in der Familie. Wir waren 9 Kinder. Und mit 5 Jahren hab entdeckt, dass ich singen kann. Es war im Jahre 1906. Da war doch damals in Polen ein Aufstand gegen Russland, die Polacken. Und natürlich, die Juden haben mitgeholfen. Die Polacken haben ihnen versprochen Freiheiten, wenn sie helfen ihnen in der Revolution und so weiter. Damals gab es schon diese Lieder, diese revolutionären Lieder.
gegen die Russen. Und ich habe so ein Lied aufgeschnappt. Und ich konnte singen. Und meine Großmutter hat in der kleinen Stadt gelebt. Und ich bin von uns zu meiner Großmutter als kleiner Junge hingegangen. Unterwegs haben mich ein paar Jungs eingehalten, polnische Jungs, nicht wahr? Die haben zu mir gesagt, Spierwei, sing, sonst verhauen wir dich. Die haben mich singen gehört. Da erinnere ich mich, ich habe gesungen. Wie ich gesungen war, haben sie mir die Hand geküsst und haben mich gehen lassen. Das werde ich mein Leben nie vergessen. Ich bin nach Hause gekommen, dass meine Großmutter erzählt, sagen, sie hätte mich auch verhauen können. Und das ist zwei, dreimal passiert. Und von dem Tag an bin ich Sänger geworden. Harry Frommermann ist, wie schon gesagt, im Oktober 75 in Bremen gestorben. Zwei Frauen, die ihm nahestanden, werden über sein Leben berichten. Erika von Späth, bei der er die letzten Lebensjahre verbrachte, und seine erste Frau Marion, die heute in New York lebt. Er ist in Deutschland 1906 geboren, im Oktober, 12. Oktober, in Berlin. War doch Ur-Berliner. Sein Vater war Russe. Alexander Frommermann, der war Kantor an der jüdischen Gemeinde. Hatte eine Kantorenschule später gehabt. Und hat vor allen Dingen auch den Sohn, der ja sehr spät geboren wurde, als die Eltern schon verhältnismäßig alt waren, hat er diesen Jungen schon als Vierjährigen mit in die Orchesterproben genommen. Was für andere Kinder langweilig ist, war für ihn etwas Wunderbares. Und dann hat Harry also zwischen den, mal hier zwischen den Bläsern gesessen und da mal zwischen den Trompetern. Und da, insofern hat er dieses, ist das Ohr wohl schon sehr früh geschult worden, auf die einzelnen Instrumente hin. Und das hat er als Kind dann auch weiter immer versucht beizubehalten, diese einzelnen Instrumente zu imitieren. Ich bin 1907 geboren, am 30. Juni, in Stettin. Damals die Hauptstadt Pommerns und heute halb russisch, halb polnisch. Seine Eltern hatten ein großes Schallplattengeschäft in Stettin. Er war also aufgewachsen mit Schallplatten. Jedenfalls dort wurde ich geboren, als Sohn des Besitzers eines Musikhauses. Nette Leute. Der Vater besonders, ruhiger Mensch, ganz ruhig, nett. Die Mutter war mehr die Geschäftsführerin, die Mutter, ja. Nun war mein Vater dauernd unterwegs auf Reisen, um das damals gerade erfundene Grammophon vorzustellen, also den Phonographen. Und dann hatte er also so ein Moped. Das gab es damals schon. Die Pedale wurden öfters gebraucht als der Motor. Und hinten war so ein Gepäckständer, da war das Grammophon drauf. Und damit fuhr er dann durch die Lande. Nicht? Er stellte das zum Beispiel mal aus, in einem Wirtshaus meistens. Und dann standen die dann alle davor, erregt und hatten keine Ahnung, was sie damit anzufangen hatten, waren sehr misstrauisch. Und Vater erzählte mal eine Geschichte, wo dann eine sagte, lasst euch doch nicht von dem dummen Bauchredner zum Besten halten. Und darauf sagte mein Vater, der auf sowas vorbereitet war, ich kann ja rausgehen. Und schon war er an der Tür und hinaus und alle hinter ihm her, weil keiner mit der Teufelsmaschine allein im Zimmer bleiben wollte. Dann kam der Erste Weltkrieg 1914. Und da ist etwa eine Merkwürdigkeit. Mein Vater, ein Kosmopolit, und ein Mann, der die ganze Welt kennengelernt hatte. Und bezüglich der Haltung der deutschen Regierung und ihrer Behauptung misstrauisch war, hatte mich etwas beeinflusst. Und ich zögerte nicht, ich war damals also 12 Jahre alt, das in der Schule und in meiner Klasse zu äußern. Und das war eine ganz dumme, schwere Sache. Ich musste die Schule verlassen. Wegen defätistischer Äußerungen, ein Junge von 12 Jahren, den Krieg gewinnen wir nicht und was der Kaiser sich einbildet, das hatte ich alles von meinem Vater. Die allgemeine Meinung war, dass zu Weihnachten der Krieg siegreich beendet sein würde. Das wusste und dachte jeder. Meine Mutter
ging aber zu unserem Kolonialwarenhändler und so weiter und sagte, das ist ja sehr schön, wenn der Krieg Weihnachten zu Ende sein sollte. Ich habe eine Familie mit 7 Kindern und füllte ein ganzes Zimmer voll Esswaren, und zwar die sich hielten, also ungebrannter Kaffee, Reis, Insekten und so weiter, alles das. Also so viel in das Zimmer hineinging, Konservendosen, nicht? Und nachher stellte sich heraus, dass das eine sehr kluge Idee gewesen war. Mein Vater hatte eine kleine Spinnereifabrik gehabt bei Lodz, die natürlich verbrannt worden ist während des Krieges, wenn die Deutschen die ersten Offensive gemacht haben gegen die Russen in der Stadt. Das war die Stadt. Die Stadt war belagert, 4 Wochen lang. Und die Polacken haben immer gesungen, die Jungs. Nasche Pruski, wasche Ruski. Eure sind die Preußen, sind die Juden. Und unsere sind die Russen. Nein, nein, die Juden haben mit den Synagogen gebetet, dass sie den Krieg gewinnen sollen, die Deutschen. Um bloß, dass man von den Russen befreit wird, von den Polacken. Wir heute wünschen, heute noch, dass der Kaiser damals den Krieg gewonnen hätte. Ja, da wäre die Hitlerzeit nicht gekommen, nicht wahr? Und die Juden haben sich besser gefühlt unter den Deutschen. Ja. Wir haben große Vorteile gehabt. Bildung, die Kinder konnten zur Schule gehen, das war ein ganz anderes Leben. Und dann absolvierte er Militärschule. 1916 bis 1918 Militärschule. Als Junge Militärschule habe ich gesungen. Im Park. Und unser Kapellmeister hörte meine Stimme und sagte mir, du wirst kein Offizier, du wirst Sänger. Er kam wie so viele damals nach Deutschland, Tausende oder Hunderttausende aus der östlichen Welt, denen der deutsche Lebensstandard geradezu wie ein Himmelreich vorkam. Ich habe da in Deutschland Kultur gelernt. Er hat auch studiert, hat eine Gesangslehrerin gehabt, Reschnikow, ja. Und war sehr arm, war ein kleiner Kellner, der kellneriert und gesungen hat in einem bulgarischen Restaurant. Wäre mein Studium. Ich hab's Essen und paar Mark verdient. Und er hat eine wunderschöne, zarte, kleine Stimme, aber eine herrliche Stimme gehabt. Das D über dem hohen C, wenn notwendig, und eventuell noch mehr. Und ich sang diese russische Romanze. Ugalok. Und ich sehe eine hübsche Frau, Tränen, und mit ihrem Tuch war fertig, steht auf, umarmt mich und küsst mich. Ich war baff. Mein Vater war ein sehr wunderbarer Mensch. Jeder Sohn sagt das von seinem Vater. Aber ich habe Grund zu sagen, dass, you know, er war warm. Er war ein, wie gesagt, ein orthodoxer Jude. Ein Chassid, haben Sie das Wort Chassid? Mehr noch für die Seherum. Aber er war trotzdem moderne. Beispielsweise, wie ich mich entschlossen habe, nach Polen zu verlassen, sagte er zu mir, geh nach Deutschland. Dort ist Kultur, dort wirst du was lernen und so weiter. Und ist er nach Deutschland geflohen. Und da er diese schöne Stimme hat, ich glaube, damit hat er sich hauptsächlich am Anfang durchgebracht. Wie ich nach Polen gekommen bin, damals, habe ich ihm gesagt, ich habe gearbeitet in so einem Eisenwarengeschäft. Und da habe ich so gesungen, während ich gearbeitet habe. Mit einem hat ein Mädchen Kopf rausgesteckt durch ein Fenster, die hat dort Schreibmaschine gegangen. Ich sagte, Sie haben eine schöne Stimme, warum gehen Sie nicht zum Stadttheater?
Was ist das Stadttheater? Ich habe keine Ahnung gehabt. Sagst du, Stadttheater ist Theater? Gehen Sie da hin. Meine Schwester ist dort Sekretärin. Sie kann sich dort vorstellen. Ich sage, gut. Und das war eines Tages, ich bin angezogen, bin da hingegangen. Und die hat schon alles für mich erledigt dort und hat den Direktor, Direktor Knapp, ein großer Mann, sehr würdig ausgesehen. Und der Kapellmeister, ich werde den Namen nicht vergessen, Salzmann hat er geheißen, rotblonde, solche wasserige blaue Augen gehabt. Und die haben mich beide so angeguckt, sehr misstrauisch. Ich war nicht so gut angezogen. Sehr misstrauisch. Und sagen sie, können Sie singen? Ja, singen Sie. Was können Sie singen? Ich konnte keine Deutsch singen. Ich hatte keine, da habe ich Hebräisch gesungen. Ein Kantorat, also Kantorio-Stückchen. Da dreht er sich um, der Kapellmeister sagt sie, was ist das denn für ein Gesang? Was ist das? Sag ich, habe ich schnell, nachher sage ich, da, ich weiß niemals, was der, sag ich, es ist orientalisch. Sagt er so. Dann lesen Sie Noten. Sag ich, no, ich habe Noten gelesen, wie ich 10 Jahre alt war. Hat er mir da eine Partitur gegeben, also einen Auszug von einer Operette. Ich weiß, es war Zigeunerbaron, glaube ich. Und lässt mich lesen. Und ich habe die Noten einfach runtergelesen. Ich war Do, Re, Mi, Fa, Sol, wie nichts. Dreht er sich um zu dem Direktor, Direktor Knapp, sagt er, Herr Direktor, den Mann muss ich haben. Erwin Boots war zu dieser Zeit noch ein Kind. Schon als 13-Jähriger ging er in Stettin auf das Löwe-Konservatorium. Es stand für ihn fest, dass er Pianist werden wollte. Ja, ich war sehr beeindruckt von Pianisten der damaligen Zeit, vor allen Dingen von Eugène d'Albert, der damals als der größte lebende Pianist galt. Und auch die Biografien von Franz Liszt und so weiter und von Chopin, die beeindruckten mich natürlich sehr. Und dann hatte ich natürlich die Schallplatten, auf denen ich das alles hören konnte. Und das auch zu erreichen, das war eine große Sehnsucht von mir. Und mein Klavierunterricht war so enttäuschend, dass ich sagte, das soll der Deibel holen, diese langweilige Klavierspielerei, und fing an, diese Dinge zu lernen, die also sowohl meinen technischen Grad etwas überschritten, oder also, wenn man es genau nimmt, weil sehr überschritten, aber nicht die Auffassung, die ich ja von der Schallplatte abnehmen konnte und kopieren konnte. Er spielte sie mitunter so nach, dass sie sich vom Original nicht unterschieden. Man kann geradezu von einer genialischen Begabung sprechen. Natürlich mogelte ich, wo die Technik nicht reichte, nicht spielte ich täuschend ähnlich. Nicht? Das macht man dann so als Kind. Und so kam der Tag, wo ich dann diese beiden Stücke plötzlich, und ich machte das natürlich sehr schön theatralisch, und sagte, ich möchte das jetzt mal nicht spielen. Ich möchte jetzt Ihnen was anders vorspielen. Ich möchte die Aufforderung zum Tanz spielen. Sag ich, Junge, du bist wohl toll, das geht doch nicht. Sowas muss man können. Ich sage, ich kann das ja aber. Und also dann fing ich das an zu spielen. Und natürlich so, als wäre ich da wer. Nicht wie ein Kind spielen. Ich habe das also, hab da also losgelegt. Nicht? Keinem Menschen habe ich natürlich erzählt, wo ich das her hatte. Nicht? Und dann wurde das Konservatorium zusammengerufen. Nicht? Sich das anzuhören. Und dann durfte ich als 13-Jähriger zum ersten Mal, also öffentlich in einer dieser Veranstaltungen des Konservatoriums, öffentlich auftreten. Meine Eltern wussten nicht recht, ja, was machen wir nun mit dem Jungen? Der eine ist nur weg, der ist in die Schweiz gegangen und na ja, der ist dort Schauspieler geworden und der ja groß und stark und verfressen. Was machen wir nun mit dem? Nicht? Mein Vater sagt zu sich, ja, gib ihn in die Lehre. Da sagt er meine Mutter, nee, das mache ich noch nicht. Den Bob, also den Robert, den gebe ich noch nicht in die Lehre. Bis ich dann selbst anfing, am Berliner Operettenhimmel sozusagen, zu versuchen, mir eine kleine Existenz zu gründen. Und da habe ich meine ersten Theaterjahre erlebt und auch natürlich die Zeit des Niederganges der Währung, nämlich bis zu Millionen- und Billionenwerten. Ich habe mal gesehen mit meinen Augen, Kinder, Babys umwickeln und Zeitung.
jedes Tag der Mark fällt runter. Im Oktober 1923, da kam die Rentenmark. Und da kriegten wir zum ersten Male sozusagen festes Geld in die Finger, was für uns enorm war. 180 Mark im Monat pro Mann bei uns im Admiralspalast. Ich war in verschiedenen Städten Deutschlands, in der Provinz. Ich war in Cottbus, war erster Bariton, lyrischer Bariton. Ich war in Rostock, in Mecklenburg, am Stadttheater, ein Jahr, ja. Und ich war in Stralsund, gleich zu Anfang. Bei den Hausen am Theater, Stadttheater, im Sommertheater. Ja, irgendwie 5 Jahre ununterbrochen war ich von einem Engagement zum anderen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen studieren, habe mich ein bisschen festgesungen, ich war zu jung, wollte eine größere Bühne. Hat mir versprochen, eine große Zukunft. Und dann kam die Zeit, in der ich auf Höfen sang. Und zwar war das ein Plänchen, das hatte ich ausgeheckt mit 2 anderen Chorsängern im Theater am Admiralspalast. Es war damals üblich, auf Höfen zu singen und Pfennige oder Sechser oder Groschen auch mal ein 50-Pfennig-Stück zu ergattern. Und das machten wir. Und wir sangen täglich 2 Stunden. Nun konnten wir singen und hatten uns etwas einstudiert, also dreistimmig, und sangen und hatten großen Erfolg. Länger als 2 Stunden konnten wir uns nicht singen. Es war zu anstrengend, aber es klang auf den Höfen wunderbar. Es schwang hinauf bis in den 4., 5. Stock und die anderen Häuser hörten mit zu und warfen Geld runter. Und das war großartig. Im Jahr 1926, da brauchte ich einen Pass. Ich war kein deutscher Bürger. Gehe ich zum polnischen Konsulat. Ein paar, sagen Sie, ne? Dein Jahrgang ist jetzt dran. Du musst polnischer Soldat werden. Also, sag ich, nein. Du musst nach Hause fahren. Sag ich, nein, ich gehe nicht nach Hause. Ich lebe in Deutschland. Ich kann nicht in Polen leben. Das ist mein Beruf hier. Ich kann nicht jetzt 2 Jahre beim Militär verbringen. Ich kann das nicht machen. Und sagen Sie, alright, dann nehmen wir die Staatsangehörigkeit weg. Sag ich, oder? Hat bei mir die Staatsanwälte weggenommen. Der Berliner Arztsohn Erich Abraham Kulin hatte das Gymnasium ohne einen festen Berufswunsch beendet. Als er so ungefähr 15, 16 war und man über seinen Beruf nachdachte, da war es wirklich die Frage, ob er Kunst oder Musik studieren sollte. Er war wirklich für beides sehr begabt. Dann sagte mein Vater, auf keinen Fall, weil das kein Lebensberuf ist. Das Väter waren doch immer sehr gegen sowas. Und er sollte Arzt werden. Er hatte Medizin studiert, 7 Semester. Und ist nachher hat er sich entschlossen, Sänger zu werden, anstatt Doktor. Meine Mutter pflegte das brotlose Künste zu nennen. Sagt man das noch? Ja. Als ganz brotlose Künste, und sie war sehr dagegen. Auch der Sohn des jüdischen Kantors Frommermann hatte bei der Wahl seines Berufes Differenzen mit seinem Vater, der ihn nicht zum Theater lassen wollte. Harry hat nachher, aus der Schule gekommen, hat er gearbeitet in einem Konfektionsgeschäft, um sich zu ernähren. Und diese Sachen waren für den Harry unmöglich. Ich glaube, er ist hinausgeschmissen worden dann. Aber er hat immer Musik getrieben, immer Musik nebenbei. Und er hat sich nicht sehr gut mit seinem Vater vertragen. Der Vater wollte alles, nur sollte er nicht Schauspieler oder Sänger werden. Eine Sache muss ich bemerken, was bei Harry war. Harry hat eine Schulter ein klein wenig höher gehabt wie die andere. Man konnte es nicht so sehen, er hat sich seine Anzüge machen lassen, dass man nicht gemerkt hat. So ein kleines, das hat er geerbt von der Mutter. Und ich glaube, er war sehr bitter darüber. Er hat einen Komplex bekommen. Er hat damit gelebt. Hat immer so, immer, in er war doch eine kleine Natur, kleine Statur, nicht wahr? Also, er war nicht groß, schlank, nicht wahr? Hat wahrscheinlich dadurch, dass er einen Komplex entwickelt hat, hat er sich immer so, wollte zeigen, er ist doch
So, der versucht, athletisch irgendwie sich zu beteiligen und so weiter. Aber er war, ist Harry geblieben. Die Eltern sind ja ganz kurz hintereinander gestorben. Im Laufe, glaube ich, eines halben Jahres. Nein, die Mutter ist nach dem Vater gestorben, kurz danach. Der Vater war schon ziemlich alt, als er starb. Das habe ich an dem Bild, ich habe nur die Bilder gekannt. Die Mutter war jünger und hat eine schwere Influenza gehabt und ist daran gestorben. Und dann war der Harry allein auf sich angewiesen, war sehr arm und hat sich irgendwie so durchgebracht. Ich glaube, er war 18 oder 19. Er hat allein gewohnt dann. Und ist erst, wollte Schauspieler werden, war, glaube ich, in der Schauspielschule in Berlin. War dann beim Piscator, wie viele junge Menschen zu der Zeit. Und verdiente immerhin, wie er selbst erzählte, 60 Mark im Monat. Und hat sich dort nicht behaupten können oder nicht behaupten wollen. Und fing dann an mit dieser Idee der Revellers. Also das sozusagen umzusetzen in deutschen Geschmack. Und das hat ihn eben so fasziniert, dass er diese Partituren, die hatte er ja alle schon geschrieben dafür, dass für eine Gruppe, die gar nicht existierte. Und ich glaube, da ist er schon in diese Atelierwohnung in die Stubenrauchstraße gezogen, wo er dann die Comedian Harmonies gegründet hat. Es gab noch keine Comedian Harmonies. Es waren ein paar Leute waren da, haben versucht was. Und wobei zu, immer wieder, wie ich schon andeutete vorhin, zu sagen ist, dass diese Leute überredet werden mussten, monatelang, jeden Tag mindestens 4 Stunden zu arbeiten, ohne einen Pfennig dafür zu bekommen. Dann fingen wir an zu probieren und ich war zunächst einmal sprachlos, weil alle Arrangements so ziemlich 12 Minuten lang waren. Harry Frohmann hatte also alles, was ihm an Zitaten einfiel, hat er verschwenderisch da reingestreut. Er hatte wohl nicht in dem Sinne eine akademische Ausbildung. Er hat zum Beispiel ohne Piano seine Partituren geschrieben. Wir haben Piano gehabt, ohne Piano, ohne etwas, einfach so aus dem Kopf geschrieben. Frau Baumann hatte eins, er war unerhört musikalisch. Und sollte erst eigentlich nicht mitsingen im Ensemble, aber er wurde dann als fünfter Mann, also weg vom Quartett zum Quintett, wurde dann eingebaut. Er hat mehr gearbeitet wie wir alle zusammen. Tag und Nacht geschrieben, Partituren. Boots ist es ein bisschen leichter gefallen, die Partitur. Warum? Weil er ein großer Pianist war. Boots sagte, nein, Verkürzung. Und wir machen nicht, dass die Revellers macht. With her Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze in through the eyes of deiner knee. Wir haben diese Platte auf unseren Proben gehört und wir waren das öfter und manchmal sehr gedrückt, ja, ich möchte sagen verzweifelt, weil wir wussten, das, was wir hier machen, ist noch himmelweit von dem entfernt, was auf diesen Platten ist. Ein Tag kommt Frau Mann mit einer dicken Mädel, sympathisch, aber korpulent, kann sich nie vorstellen. Das war die Tochter Astanas. Die uns gestattet, in ihrer Wohnung nachts in der Bundesallee 203 zu proben. Die Wohnung war durch Teppiche und Vorhänge und Plüsch und Fenster Vorhänge so abgedichtet, dass niemals sich jemand beschwerte. Wenn wir 6 Mann also dort oben Musik machten und sangen, mitten in der Nacht, um 1, um 2 und um 3 Uhr. Wir haben nicht ganze Nächte probiert. Also das halte ich für eine liebenswürdige Übertreibung. Was wir probiert haben in den Nächten, hatte mit Asta Nielsen oder sonstigen Dingen nichts zu tun. Auf einmal, frommer Mann, hat er eine andere Liebe gefunden und Schluss mit die Tochter von Astanas. Wir waren sehr strikt mit unseren Proben. Strafezahl, ja. 1 Minute 3 Mark, 2 Minuten 5 Mark und so weiter.
Ich erinnere mich einmal, es waren viele hunderte Mark da. Ich meine, dann haben wir es alles verputzt irgendwie. Ich war die pünktlichste. Ja, sehr spät ist Boot sehr oft gekommen. Weil für ihn das Geld keine Rolle gespielt. Boots war damals, als er zu uns kam, 21 oder 22 Jahre, also noch sehr jung. Und studiert hier, bekam von seinen Eltern einen Scheck. War also nicht darauf angewiesen, sein Brot zum Studium extra noch zu verdienen, was bei uns allen der Fall war. Also ich bekam zunächst 200 Mark im Monat und lebte wie ein König. Oder hätte wie ein König leben können, wenn ich nicht alles schon am 15. ausgegeben hätte. Und dann fing ich an zu pumpen, worin ich sie zu einer großartigen Fertigkeit brachte. Und alle drei Monate kam meine Mutter, machte ein fürchterliches Gewitter und bezahlte dann alles. Einmal kam der fromme Mann mit Pyjama, Schlafanzug. Taxi hat er genommen und hatte 30 Mark. Aber bis es dann dazu kam, dass wir uns wir sechs uns hinstellten auf die Bühne der Scala und dem damaligen Direktor Marx vorsangen, das war eine Niederlage erster Art, sage ich Ihnen. Wir waren überhaupt nicht mehr beieinander im Singen. Alles war auseinander. Bei Leschnikow, wenn Sie mir den alten Scherz verzeihen, sang das hohe C viel höher als Caruso, nicht wahr? Der wich immer nach oben aus, das hat er erst später gelernt, was er sauber singen konnte. War nur noch ein Sammelsurium von unverständlichen Stimmen und Worten. Und der damalige Scala-Direktor, der sagte, naja, meine Herren, das wäre wohl was mehr für ein Beerdigungsinstitut und er hätte einen Vergnügungspalast und so ging das nicht. Und schönen Dank fürs Vorsingen und da standen wir also nur da, ganz bedeppert und belämmert. Und dann sagte einer mit Recht, jetzt machen wir aber richtig erst weiter, jetzt wird festlich geprobt und war ja auch gut. Wir haben gearbeitet nach dem Vorstellung. Wir haben geschlafen im Theater, in den Logen. Sie lernten miteinander zu atmen, aufeinander zu gucken, aufeinander zu hören oder auch unter sich selbst kleine Dinge, die ihnen auffielen, zu regulieren und zu sagen, du darfst das nicht machen, weil ich gerade das und das mache. Instrumente sind willig, da sind die Töne fertig drauf und. Aber eine menschliche Stimme ist ja in einem gewissen Sinne unbeweglich und muss erst dazu gekriegt werden, im Sinne eines Orchestermechanismus zu reagieren. Und darauf kam es an, nicht mit 16. und 32. Noten und ungeheuren Sprüngen, Intervallen, dass das alles stimmt und klingt. Oft als in einer Schnelligkeit, die bisher eben im Quartett, überhaupt im Vokal, im Gesang, einfach bisher nicht erforderlich war und nicht gepflegt wurde. Leschnikow hat eine wunderschöne Stimme gehabt, wie Seide, ding, wie ein Hauch. Und wenn er gesungen hat, musste ich noch leiser singen, nicht wahr? Na, vielleicht noch 2 Monate, dann sangen wir vor bei Kurt Robitschek, der ein Kabarett hatte. Das war übrigens das erste Engagement der Komödie Harmonis. Im Kabarett der Komiker am Leniner Platz, das wir lösten, also gar nicht absolvierten, um bei Charell auftreten zu können. Nicht? Und die haben damals vorbereitet eine Revue. Was war das, die Revue? Casanova. Nach alten musikalischen Notizen von Johann Strauss. Dort taten wir auf, einmal als spanische, sagen wir mal, vagabundierende Sängergruppe, als italienische und als böhmische Musikanten. Das brachte uns etlichen Applaus ein. Und wir sprangen hinter der Bühne, sprangen wir Meter hoch und umhalsen uns und waren glücklich. Ich
weiß nur, dass wir noch bei Charelle schrecklich sangen, weil Leschnikow nach oben hin ausbrach, wie ich schon erzählt habe. Wir waren noch nicht entwickelt damals. Oh, wir waren noch in den Kinderschuhen damals. Wir haben nach dem und der Charelle engagiert hat, den Namen Melody Makers war. Und Direktor Charelle sagte, nein, Comedian Harmonies. Wenn zum Beispiel der Leschnikow, das war sehr komisch, wenn der irgendjemanden vorgestellt ist, selbst auf der Straße ein vollkommen fremder Mensch, hat er immer gesagt, Leschnikow, Comedian Harmonies. Manche Leute haben nicht gewusst, wer es ist, aber das war das Größte. Max Schmeling habe ich kennengelernt in Frankfurt. Eine Feier war da für sie, für ihn, nicht wahr? Und da hat er mein Passport, Pass unterschrieben an meine kleine goldene Nachtigall, Max Schmeling. Es wurde ein Vertrag abgeschlossen mit 120 Mark, also täglich 20 Mark pro Mann, durch 6 geteilt, 600 Mark im Monat und die so erwünschte Pendelerlaubnis. Das heißt, wir konnten nun nach der Vorstellung dort, es waren ja Kostüme, konnten wir ein Smoking uns anziehen, konnten in das Nachtlokal Barbarina gehen. Das heißt, wir kamen dahin, stellten uns in die Mitte des Parketts, was sehr unangenehm war. Also nicht Guckkastenbühne von einer Seite nur zu sehen, sondern um uns saßen fressende und saufende Männer und Weiber, die auch gar nicht die Schnauze hielten, etwa wie von uns erwünscht, weil wir uns sehr wichtig vorkamen. Und da mussten wir uns dann nach allen Seiten hin bewegen und singen. Es war sehr unangenehm. Aber wir kriegten unseren 20-Mark-Schein täglich und es war dann doch ganz gut. Und da haben wir verrückte Sachen gemacht da. Ich habe Opern, habe ich beispielsweise kopiert. Arien, Bajazzo, weiß so weiter. Ich habe eine hohe Stimme gehabt, ganz hohe Range. Er hatte ja eine der schönsten Stimmen in dem ganzen Ensemble. Er war ein wunderbarer Sänger. Und das war das Merkwürdige, dass er zu den hohen jüdischen Feiertagen, Yom Kippur und Rosh Hashanah, wurde er von uns beurlaubt, weil er da in der Musaf beten ging, in der Synagoge in Breslau. Hier und da kriegten wir damals nun Anrufe und so noch von Agenten, die sich uns empfahlen oder auch mal von der Varieté-Direktion, was dann wohl die Truppe kosten würde. Und nun waren wir sehr darauf bedacht, dass, sagen wir mal, unser Betrieb, unser da wo wir hausten, unser Büro und all das, dass das möglichst lärmvoll vonstatten ging, um die Wichtigkeit unserer Existenz also zu manifestieren. Und es war dann so, also wenn so ein Anruf kam, dann machten wir Stimmengewirr. Einer hieb dann wie wahnsinnig auf die Schreibmaschine, ohne was zu schreiben, bloß dass es ordentlich klapperte. Und es war tatsächlich so, dass derjenige gedacht haben musste, es wird irgendwie mit dem Dispositionsbüro oder dem Personalbüro eines Stahlkonzerts verbunden. Das hat auch entsprechenden Erfolg übrigens, ja. Und dann gingen wir mit dem Stück Zwei Krawatten von Georg Kaiser zunächst ins Berliner Theater. In die Operette, nicht wahr? Da haben wir so Einlagen gehabt, unsere Art, mit unserem Arrangement, wie wir es singen. Was unser erstes großes Engagement betrifft, also Varieté-Engagement im Jahr 1929 in der Scala in Berlin, das begann mit einer Katastrophe. Wir kamen dorthin an einem Tag, wo eine Nachmittagsvorstellung bereits stattfand und brachten unsere Fracks in Koffern in unsere dort für uns vorgesehene Garderobe. Wie wir gekommen sind, die Fracks anziehen vor der Vorstellung, waren keine Fracks da, gestohlen. Alle neue Fracks. Wir traten also auf mit geliehenen Kellnerfracks. Ich war der Einzige, der seinen Frack hatte. Ich sah aus wie ein Gott gegen die anderen. Erich Collin kriegte einen Kellnerfrack, aber dazu keine Hose. Ich borgte ihm eine dunkle, schöne Hose. Im Scheinwerferlicht nachher auf der Bühne stellte sich heraus, dass diese Hose dunkelblau war.
Die Leute müssen gedacht haben, ein Verrückter hat sich aufgetan. Sowas von Schießbudenfiguren, wie wir da standen. Und unsere Leistung war natürlich entsprechend. Ich bin heiser geworden vor Aufregung. Ich war heiser den Abend. Ich konnte nicht singen. Die erste Platte wurde besungen 1928, im März 28. Englisch natürlich gesungen, nicht wahr? Wir glaubten, uns Englisch gebärden zu müssen. Aber wir kamen dann sehr bald weg von der Englischsingerei und sangen Deutsch. Ich küsse Ihre Hand, Madame, oder ich habe eine zimmergültige Frau und ähnliche Schmarren. Nun konnte man ja die Aufnahmen, die man also nun etwa für gut hätte befinden können, konnte man nicht zurückhören. Denn wenn man die Wachsplatte spielte, war sie vernichtet, war also zu Presszwecken nicht mehr zu gebrauchen. Wir mussten also alle Aufnahmen auf Verdacht machen. Und da haben wir gesehen, was fehlt. Wir haben die Platten gehört. Haben wir gehört, sagen, oh, das ist nicht gut, dann müssen wir das ausbessern, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen. So haben wir gelernt. Wir haben die Platten fabriziert, weil wir waren hungrig auf Geld. Es war neu für uns. Wir hatten einen sogenannten Lizenzvertrag. Das heißt, von jeder verkauften Platte bekamen wir vom Bruttopreis, also vom Verkaufspreis, eine Lizenz von so und so viel Prozent. Man konnte uns, also vom Gesetz her gesehen, bezeichnen als eine Gesellschaft öffentlichen Rechtes. Jeder hatte gleiche Rechte an sich, auch bezüglich der Verteilung der Einnahmen. Nämlich jeder bekam ein Sechstel. Wir haben ungefähr 2-3 Platten jede Woche gemacht. Jede Woche. Und jeder so, wieder 500 Mark, jeder bekommen 1000 Mark. Und das war ein großer Fehler. Es war eigentlich nicht konzertreif, was wir da hatten. Und das kam dann aber mit der Gewöhnung an. Allmählich, das war so unbewusst, wie es mir selbst geblieben ist, war es auch für die anderen. Wir haben das geplant immer. Eines Tages werden wir Konzerte machen, weil das ist etwas, was uns ein ablüften wird, nicht wahr? Und auf einen höheren Standard. Von höherem Niveau und so weiter. Und deshalb, wir haben darauf hingearbeitet, aber wir konnten nicht eher machen, bevor wir ein großes Repertoire hatten. Da hatten wir eine Tournee in Leipzig und da kam der Durchbruch. Da erlebten wir einen Applaus, den wir noch nie erlebt hatten. Und zwar unerwartet. Nicht? Es wurde plötzlich getrampelt, geschrien. Das Haus kam runter. Erste Mal. Wo ich diese Klatschen, diese Toben, diese Schreien vom Publikum, ich war kein Wort, nur Tränen. Ich habe geweint, wie habe ich die Beste verloren. Von Freude. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das Leschnikow, beautiful, wunderbar. In einem kühlen Grunde. Oh, guter Mond. Jetzt ist es nicht mehr so interessant, seit man den Mond besucht hat. Ja, hat sich das geändert. Aber die Musik war so schön, so zart, so wunderbar. Hat mich sogar in eine bestimmte Stimmung versetzt. Ich habe es sehr lieb gehabt. Ja, weil ich gesagt habe, ah, das ist Kunst. Da ein Knab, ein Röslein steht, Röslein auf der
schön, lief er schnelles nachzusehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Die erste Nummer muss gleich knallen, nicht wahr? Und wenn eben so eine Nummer dann gesungen wurde, Veronika, der Lenz ist da, oder Wochenende und Sonnenschein, da hatten wir das Publikum. Es war ja auch für unsere Konzerterfolge ein entscheidendes Handicap, von heute aus gesehen, dass es keine Saalmikrofone gab. Nicht? Wenn wir gehört werden wollten, dann mussten wir singen. Merkwürdigerweise kamen unsere zartesten Pianissimi kamen an. Nicht? Wir brauchten nicht zu schreiben. Die Presse reagierte mit ganz wenigen Ausnahmen großartig. Wie jemand mal so hübsch sagte, sie tanzten auf ihren Schreibmaschinen. Ne? Also nur eine Zeitungsnotiz genügte, die Comedy Harmless kommen, keine Reklame, wurde gemacht, nichts. Und die waren ausverkauft. Da gab es keine Stadt, kaum eine Stadt, wo wir noch nicht waren. Einmal schafft jeder, nur auf sich selbst kommt es an. Seit dem Leben frech die Zähne, mal hat jeder seine Strähne. Einmal schafft jeder kommt an, der was kann. In Blumentopf, in Blumentopf gestellt und hofft, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste Blumentopf, der schönste auf der Welt. Und hieß mir meinen Blumentopf, dass er sich lange hält. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer dir Freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackelige, alberne Welt von den Augen zusammen, ihr fällt ja dann sein. Auch niemals betrübt, wenn dein Schatz sich auch nicht mehr liebt. Dein Freund, dein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den's gibt. Wochenende und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenende und Sonnenschein. Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen talala. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel weg. Die Liebe kommt, die Liebe geht. Solange Sterne am Himmel stehen, solange klaucht die Rose blüht, wie steht mein Herz mit heißer Liebe blüht. Und fühlst du dich geliebt, dann danken dich. Und bist du mal betrübt, dann danken dich. Denn niemand bist du allein wie heut. Auf Liebe bleib, auf Liebe freu. Ich hole
auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz. Es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Ja, weil man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrose, von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Vom kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Es gab damals eigentlich nur drei große Gruppen, wenn man sagen kann, die ausverkaufte Konzerte hatten. Das waren die Philharmoniker, das waren die Donkosaken und die Comedian Harmonists. Ich weiß, ich habe versteuert 60.000 Mark im Jahr, jeder Einzelne von uns. Wir verdienten und um uns herum war Elend. Sie wissen, ein Mensch, wo er kein Geld gehabt hat, auf einmal so viel Geld. Jeder kaufte sich ein Auto. Jeder war auch mit einer mehr oder minder attraktiven Frau befreundet oder verheiratet. Also kennengelernt habe ich den Harry erst, als er bei Charel war. Ich kannte ihn vorher, aber ganz flüchtig. Sie wollte Schauspielerin werden, glaube ich. Ein bisschen gesungen. Sie ist eine intelligente Frau. Intelligente Frau, die manches Mal... Ich war zu stark für Harry. Oh, der Junge ist wirklich mit seiner Frau. Wir waren immer irgendwie im Druck, Harry und ich. Wir sind nicht einmal in Nachtlokale oder solche Sachen, mal, ja, aber ich weiß nicht, es musste eben alles, das musste sein und das musste sein, ich war... Es gibt Menschen, die dem Geldnehmer rinnt das sind durch die Finger. Es gibt solche Menschen. Und sie war eine von denen. Wir waren alle sehr jung. Und wie das immer ist, sie sind allen ein bisschen in den Kopf gestiegen. Und darum drücke heute beide Augen zu. Gib der Jugend zu, den rechten Schwung. Bam, 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 bam. Ich habe erste Wagen gekauft. Beweis, Führerschein, nie einen Fehler gemacht. Das war, glaube ich, der einzigste Luxus. Er hat sich nie eine Wohnung, er hat immer möbliert gewohnt. Gespart hat er. Manchmal so sehr, dass wir dachten, er könnte etwas weniger sparen. Wir sind in die ersten Hotels und Restaurants gegangen und Leschnikow war immer verschwunden. Dann hat man herausgefunden, er geht in die Studentenküche. Und sagt, er ist ein armer Student. Man hat ihn wahrscheinlich nicht erkannt dort. Leschnikow war verheiratet mit einem Girl, was hier tanzte. Ich glaube, Tiller Girls haben die geheißen. Eine kleine Tänzerin, eine Chortänzerin. Bildhübsch. Mit langen, roten Locken. Einem entzückenden Gesicht. Sie war eine Mischung irisch und englisch. Ein entzückendes Mädel, die überhaupt kein Deutsch konnte. Sie guckt mich an, ganz rot. Wir kennen uns. Ich spreche sehr schlecht Deutsch. Das macht nichts. Einen Monat später war er meine Frau. Und die Arme, ich weiß noch, sie hat mir gesagt, also wenn der Ari mich einmal betrügt, das ist das Ende meines Lebens. Und der Ari hat sie bei jeder Gelegenheit, wenn er allein sein konnte, betrogen. Colleen heiratete die Fernande ziemlich früh. Ich schätze etwa 32. No, we married in 31. Yeah. And we met for the first time in 30. And then he came back a year later and asked me to marry him. Und diese Halb-Französin, gemischt. I was born in Paris and my father was German. And my mother was French. Sie war auf jeden Fall eine wirkliche Schönheit, eine wunderschöne Frau. Well, we fell in love, you know. It really was love at first sight.
Oh, Fernandes, da. Und die hat eine Tochter. Yes, in 32 Susan was born. Tschitschowski hat geheiratet, seine Mary, hier in Berlin. Ja, ich war frei, ich war Junggeselle. Und dann habe ich sie gesehen, habe mich verguckt. Er hat sie in Köln kennengelernt und das war absolut, vom ersten Augenblick an war das irgendwie eine ganz seriöse Bindung. Wir haben von heiraten gesprochen, hat sie auch gesagt, habe ich gesagt, wenn wir heiraten, muss ich, weil ich doch noch ein bisschen religiös bin und so, möchtest du zum Judentum übergehen? Sagt sie, ich will mir das überlegen. Denn ich will nicht hypokritisch sein. Wenn ich es tue, will ich es richtig machen oder gar nicht. Das hat sich überlegt, hat gesagt, nachher, nach ein paar Wochen, hat sie gesagt, ja. Das hat sich entschlossen. Meine Mutter hat schon gesagt, well, dein Gott ist da, wo du ihn findest. Ganz egal, wo du bist und wenn du an ihn denkst, da ist er. Auf der Welt hängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ja, und das war im Jahre 1933, lange übrigens Hitler gekommen. Nicht wahr? Ich habe auch 1932 noch eine Volljüdin geheiratet. Hat sehr gut geheiratet, so ein feines Mädchen war das. Die Tochter des Bildhauers Benno Elkan, der ausgewandert ist. Ursula ist auch ausgewandert, lang später. She was nice. Sie kam aus einer Bürgerfamilie, aus einer Künstlerfamilie, die sehr viele Voraussetzungen schon mit in die Wiege bekommen hatte. Etwas, was ich alles noch nachholen musste. Meine Frau lernte ich kennen in Babelsberg 1932. Sie war damals sogenannte Kleindarstellerin und stand entzückend angezogen für irgendeinen ungarischen Film, stand sie in der Kantine der Ufa, der alten Ufa in Babelsberg. Hallo, hallo, wo bin ich und bin ich? Hast du für mich heute? Sie war vollkommen geschminkt, sah bezaubernd aus und sie beeindruckte mich sehr. Biberti war immer ehrgeiziger, wollte immer der Führer sein, der geschäftliche Führer. Und wir sollen ihm alles anvertrauen. Das war seine Natur. Er war eine Art Diktator. Wenn eine Gesellschaft sogenannten öffentlichen Rechts, wie die Comedian Harmonists, also ein Kollektiv zusammenkommt, so kann es nicht anders sein, dass nun irgendeiner sich herauskristallisiert, quasi auch von den anderen mehr oder minder offen akzeptiert wird, als Führer, als Leiter, als ein Mann, auf den man alles nun abladen kann. Harry Frommermann war der Einzige, der unterdrückt worden ist. Durch Bob und Boots. Frommermann war, sagen wir mal, in dem Sinne etwas geltungsbedürftig, in dem Sinne, dass er bei öffentlichen Aufführungen sich auch in Bezug auf seine Gestik als Spaßmacher erwies. Harry, wenn er auf der Bühne stand, hat er sich vergessen und er war sehr komisch. Bob war auch sehr komisch und da war immer zwischen den beiden ein Konflikt. Auch ich habe mich leider daran beteiligt. Das würde ich sehr gerne zugeben. Ich war damals 21 Jahre alt. Ich habe mich mitreißen lassen davon. Hm? Er hat ihn klein machen wollen, weil der Harry natürlich der Begabteste war. Nur ich hatte manchmal viel Sorgen mit ihm, weil er eben das Handwerk nicht kannte. Und das hat er dann nach und nach gelernt. Nicht? Manchmal habe ich Bärte zur Rede gestellt. Was quälst du ihm? Was willst du von ihm? Er tut doch seine Pflicht. Er ist dumm, so war die Antwort. So. Ich habe gesagt, du musst dich furchtbar jetzt zusammennehmen. Denn es sind einige Intrigen da und man will dich raus haben. Und dann hat der Harry geschrieben, Tag und Nacht. So war er praktisch unentbehrlich. Ich habe gesagt, wenn man etwas halten und erreichen will, muss man sich unentbehrlich machen. Das hat er dann. Da mag es mal vorgekommen sein, dass der eine oder der andere sich zurückgestellt fühlte. Aber ich war immer darauf bedacht, dass niemals in der Truppe, in diesen sechs Mann, irgendein Star entsteht. Denn das ist der Tod. Er hat alle Zwistigkeiten, alle Geltungsbedürfnisse außer seinem, hat er
in die Schranken gewiesen. Und somit könnte das schon so sein, dass ohne ihn das Ensemble sich möglicherweise zerstritten hätte und nicht mehr beisammen wäre. Das hätte sein können. Der Zusammenhalt der Truppe, der war garantiert durch das unerhörte wirtschaftliche Niveau jedes Einzelnen. Nicht, da gar kein Zweifel. Wenn jetzt einer ausgestiegen wäre, Schöne hätte weitermachen können, aber keinesfalls zunächst mal in der Höhe und auf dem Niveau dessen, was war. Nicht, und das war eine Klammer, die uns zusammenhielt, natürlich nicht. Zumal zu ihren bisherigen Erfolgen auf der Bühne, im Konzertsaal und mit Schallplatten, inzwischen auch viele Auftritte im Rundfunk und in einem guten Dutzend Filmen dazugekommen waren. Hatte eine Rolle zu spielen. Ich musste vor dem Konzert alles sauber Hemden, gebügelt Hosen und Fracks, alles tiptop. Colin hat immer die Korrespond geführt und sprachbegabt, sechs Sprachen. Wir haben alle möglichen Sprachen gesungen. Voilà, regarde la marine. Quand on est dans les cols bleus, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts de culot de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Oh, liebe Matrosen, ja, haben wir auf Englisch und Französisch gesungen, besonders in Frankreich nicht. Da wurde es so eine Art Nationalhymne. Wir haben sie 200.000 Platten verkauft, allein in Frankreich. Ja. Voilà le garde de la marine, in French, in Französisch. Ja, Frankreich war überhaupt nicht das war ein sowas, das war ein Fest, nicht? Für die, wenn wir kamen, die Franzosen benahmen sich herrlich. Tschechoslowakei. Ganz Holland, Rotterdam, Amsterdam, Norwegen, Oslo, Bergen, Stockholm, Kopenhagen, die ganzen Provinzstädte in Dänemark, Budapest, viele Male Prag, Österreich natürlich, Wien und Städte wie Innsbruck und so. Dann Italien, ganze Tourneen, was nun unheimlich interessant war. Sie fahren umsonst wohin und kriegen noch Geld und sehen, lernen das Land kennen. Das war schon eine tolle Sache. In Italien, da hatte ich große Angst. Fünf Leute markieren ein Orchester. Ja. Wir haben das gebracht in Milano, in Mailand. Im Orchester später im Jahr nachher haben sie den Balkon eingebrochen, die Italiener. Weil wir haben Angst gehabt, weil es Rossini ist. Die werden sagen, wir machen Spaß über Rossini. Müssen Sie wiederholen, a capo, da capo. Zum Beispiel fuhren wir einmal nach Kopenhagen und ich sah Bobchen, sag mal, was ist denn los? Hier ist doch ein Konzert und es sind ja gar keine Plakate dran. Überhaupt nichts, ich sehe hier überhaupt keine Reklame. Ich dachte, das ist aber merkwürdig. Wollen wir mal gleich sehen, vielleicht hoffentlich haben wir uns hier nicht im Datum geirrt oder sonst was, nicht? Und rief dann an bei den Gebrüder Hansen, dieser berühmten Verlegerfirma, die uns vertrat. Und er war auch ein bisschen gleich schon ein bisschen aufgeregt, ich war dabei. Und kriegt die lakonische Antwort, was soll denn das? Das ist ausverkauft, was wollen Sie denn?
Nicht? Da war es einfach nur ausverkauft. Die sagten, was sollen wir noch Reklame machen für ein ausverkauftes Konzert? Nicht? Das reichte alles nicht daran an deutsche Verhältnisse. Deswegen waren auch unsere Konzerte in Deutschland die größte Einnahmequelle, die wir hatten. Dann kam im Januar 1933 die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Nach 1933 erfolgte sehr schnell ein Verbot, nicht offen ausgesprochen, aber überall wirksam. Engagierten nicht die Comedian Harmonists, nicht die Judenbande. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich habe sehr wenig gemerkt. Ich persönlich habe sehr wenig darunter gelitten, fast gar nicht. Bin genauso frei herumgefahren, im Ausland gegangen, zurückgekommen, Geld reingebracht. Rausnehmen Geld durften wir nicht, nicht wahr? Die meisten haben gesagt, es wird sich wieder geben, es ist eine vorübergehende Zeit, es wird sich geben, es wird nicht so schlimm werden. Für sehr lange Zeit haben wir es gar nicht so ernst genommen. Aber dann kamen diese verschiedenen Verordnungen raus, dass man dies nicht durfte und jenes nicht durfte. Wir hörten hier und da Stimmen, die uns mehr oder weniger deutlich wissen ließen, Kinder, macht nicht weiter, ihr werdet doch verboten. Wir haben am längsten gearbeitet von allen jüdischen Künstlern in Deutschland. Also, wir sitzen im Speisewagen, so mit, der Zug bewegt sich und fährt, mit einem Mal kommt Hitler rein, geht vorbei, hat mich almost so, er war so weit weg von mir. Und nein, zuerst ist Göring gekommen, Hess war dabei, in Goebbels natürlich. Goebbels war hinter Hitler und dann die anderen großen SS-Leute. Er hat uns nicht angeguckt. Hitler hat er so rüber geguckt. Der Mann natürlich, muss leider zugeben, ich meine, er war interessant. Ich war in diese große, er hat so eine Vase der Augen gehabt. Ich war so stechende Augen, so und so ein bisschen getrieft, das ein bisschen so geguckt. Sehr ernst. Hat uns nicht angeguckt, hat keinen Menschen angeguckt, so rüber geguckt. Ich war vorbeigegangen. Und mein Herz ging so. Und fromme Mann sind ja nicht. Aber damals war es doch noch, ich wusste doch nicht, was kommen wird. Wir haben uns mit der Idee abgefunden, dass die Juden haben nichts mehr hier zu tun in Deutschland. Alright, es ist schon früher mal passiert. Vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. In Russland ist es auch passiert. Es ist wieder passiert. So. Und so muss man eben Deutschland verlassen, vielleicht. Vielleicht können wir noch da bleiben, eine Zeit lang, vielleicht lassen Sie uns. Aber kein Mensch hat das vorgestellt, was kommen wird. Die ganz schlimmen Sachen sind ja erst später gekommen. Ja, das ist richtig. Man hat immer gedacht, wir nicht. Weil wir glaubten, dass wir völlig außerhalb des Geschehens bleiben würden, als sehr bekannte Truppe und so, und der auch das ganze Ausland offen stand und so weiter. Man hat geglaubt, vielleicht, weil wir Geld Devisen reingebracht haben nach Deutschland. Das haben sie uns erlaubt. Wir haben uns nicht viel Gedanken gemacht. Ich möchte sagen, dummerweise. Dann begann es schon. Dann haben wir schon langsam gedacht, es wird nicht weitergehen. Ich war zum Beispiel in der Liederhalle in Stuttgart, 2.500 Menschen ausverkauft. Da sagen wir. Der Onkel Bumba aus Kanumba tanzt Europa. Die große Mode in Kanumba ist jetzt Rumba. Sogar der rohe Bürgermeister von Kanumba tanzt jetzt leidenschaftlich Rumba, 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 Rumba. Und kurz vor der Pause kommt vom Rang her eine gellende Trillerpfeife. Und vorne ist gesessen die ganze Elite, SS, die ganze Gruppenführer, Sturmführer. Und die drehen sich um. Und da hört man da oben. Was die da machen, die Comedian Harmonists, das ist volksfremd und so weiter. Und es kam zu einem Aufruhr. Und die SS hat sich umgeredet, hat uns applaudiert. Wir haben gestoppt mit dem Konzert. Haben wir gesungen, Onkel Bumba, Rumba, genau. Mir wird gesagt, ruhig, ruhig, so. Wir sollen nicht aufgeregt sein, alles ist. Wir haben gestoppt, das mitten singen. Und die haben uns applaudiert und wir haben weiter gesungen. Die Politik ist ganz vergessen in Kalumba. Man ist von Rumba ganz besessen in Kalumba. Man steht am Morgen auf
Rumba legt sich abends schlafen in Kalumba mit dem Rumba, 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 Rumba. Nach dem Konzert haben sie uns eingeladen für Champagne am Tisch, die SS-Leute, den drei Juden noch. Ja. Wir haben, glaube ich, keine Konzession an den Zeitgeist gemacht. Ich kann mich nicht erinnern. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Schöner Ort, wie es einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Alles wird so wunderbar und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt auch das Herz wieder mit und dann fängt ein neuer Frühling an. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Nur diese Platte war gar keine Konzession an den neuen Zeitgeist, sondern das war eine Hoffnung auf ein Zurückkehren von Zuständen. Denn der Textdichter war ja ein Jude. Der Textdichter war ja Fritz Rotter. Es war uns klar, dass das nicht weitergeht. Wir haben dann aufgehört, in Deutschland zu konzertieren und sind nur noch ins Ausland gegangen. Haben Sie verstanden, dass Sie raus von Deutschland und fertig? Aber die Einnahmen, die sanken natürlich doch in einem beträchtlichen Maße um 30-40%, weil eben das Konzertwesen in den Ländern nicht so entwickelt war wie hier bei uns in Deutschland. Wir wussten ja, dass wir kurz vorm Verbot standen und mussten ja nur einmal sondieren, wo wir auf der Welt vielleicht eine Bleibe haben können. Es war ja nicht immer so, dass wir uns trennen wollten. Es hätte ja auch sein können, dass wir zusammengeblieben wären und emigriert werden. Und da fuhren wir also auf der Europa nach Amerika. Unter anderem waren wir eingeladen von der amerikanischen Admiralität, von der Flottenleitung, ein Konzert zu geben in New York auf einem Flugzeugträger, Saratoga. Und das haben wir auch gemacht und hatten ungefähr 3.000 oder 85.000 Zuhörer. Weiß noch, wie die Polizisten mit den Motorrädern vor uns gefahren sind, als ob der Herrgott selbst gekommen ist. Ich war. Denn die Pazifik- und die Atlantikflotte waren zu dieser Zeit, was ganz selten mal vorkommt, vereint auf dem Hudson in New York. Und zwar in einer Ausdehnung von etwa 40 Kilometern. Aber alle Schiffe, die ganzen riesigen Kriegsschiffe und Flugzeuge, Motorschiffe und so weiter, hatten unter sich Verbindung. Also Radioverbindungen, ja. Und das war eine tolle Geschichte, wie wir mit unserem Konzert fertig waren und es fing da ein ohrenbetäubendes Sirenengeheul, also Beifallsgeheul an. Nämlich die da über Radio mithörten, die Seeleute, die zogen die Sirenen. Daneben traten sie auch im Radio auf, bei der NBC, einer New Yorker Rundfunkstation. Wir haben gesungen, Radio City, die ganze Zeit haben wir gesungen, ein paar Mal in der Woche. Aber das, was wir wollten, nämlich uns ein neues Feld, eine neue Betätigung verschaffen, eventuell auch nach Amerika überzusiedeln, das klappte nicht. Das ist durch Biberti hauptsächlich dann nicht realisiert worden, weil Biberti in Deutschland bleiben wollte. Wir würden von der amerikanischen Presse, besonders von der Hearst-Presse, würden wir abgelehnt. Da müsste ich was davon wissen. Ich war, nein. Es tut mir leid, er sucht einen Ausweg, sich rauszureden. Er weiß, er hat einen Fehler gemacht. Das wäre ungeheuer opferreich gewesen. Ich hätte meine alte Mutter hier lassen müssen. Mein gesamtes Vermögen, meine Riesenwohnung in der Kramerstraße 11, diese 8-Zimmer-Wohnung. Vor allen Dingen die Mutter zurücklassen müssen. Das stimmt. Das glaube ich ihm. Ich gebe ihm sehr viel Kredit, dass er sehr viel Respekt hatte für seine Mutter. Und dass er seine Mutter lieb gehabt hat. Nicht? Und damit war die Sache eigentlich gelaufen. Also sie waren keine Nazis. Sie waren keine sehr großen Judenfreunde, aber sie waren keine Nazis, das weiß ich. Weder Boots noch Biberti. Sie waren Diplomaten. Die haben nur gedacht an Geld. Viel Geld machen. Und das natürlich hört sich nicht schön an, aber so, das ist die Wahrheit. Ja. Es lag auch an meiner Entscheidung, aber die habe ich unter dem Einfluss von Biberti gemacht. Dann kamen aber auch noch Erwägungen, die vielleicht Herr Biberti auch gehabt haben kann. Es emigrierte ja alles,
was in diesem Land nicht existieren konnte. Und damit hatten wir zu konkurrieren. Nicht? Also kehrten Sie wieder nach Deutschland zurück, obwohl Ihnen klar war, dass Sie dort nicht mehr lange zusammen arbeiten und auftreten konnten. Wir wussten, dass wir raus müssen. Wir haben schon davon gesprochen. Wir haben uns hingesetzt, wir haben gesprochen davon, dass wir gehen. Und da ist diese Geschichte gekommen mit Colleen, wo ich gesagt habe, ich bleibe da, weil ich bin kein Jude. Der Colleen hat zuerst nicht geglaubt, weil er getauft war. Weil er im Ersten Weltkrieg kurze Zeit war und gesagt hat, es wird mich nicht betreffen. Es tut mir leid, meinen jüdischen Kollegen, aber ich bin kein Jude, ich bleibe in Deutschland mit den anderen. Hat Erich gesagt. Ja. Wir waren Volljuden, Erich und ich. Es ist wirklich nur die Rasse. Unsere Familie hat sich sehr bald davon losgemacht. Wir waren nicht religiös. Ja, wie der narzisstische Hauswart von in meinem Hause sagte, oh, wer war? Jude ist Jude, da hilft auch kein Wasser. Und ein Monat oder zwei Monate später sind die Nürnberger Gesetze gekommen, wo eine Großmutter Jüdin war. Dann ist er angekommen, sagte Shalom Aleichem, in Hebräisch. Ich bin einer von euch, im Zweiten. Das war Schluss mit den Juden. Der letzte Konzert war in München. Es passierte Folgendes. Wir waren da also in dem kleinen Versammlungsraum, gleich neben der Bühne der Tonhalle in München, und gingen dann und hörten, dass plötzlich auf der Bühne jemand spricht. Vollbesetztes Haus, und sagt etwa sinngemäß, gebe ich das wieder, die Comedian Harmless treten heute in München zum allerletzten Mal auf. Durch eine Sondererlaubnis und so weiter waren wir bereit und das. Und weil diese Musik und so weiter nicht mehr im Sinne der heutigen Auffassung der nationalsozialistischen akzeptiert werden kann und so weiter. Dann ging der Mann ab und wir traten auf. Mit welchen Gefühlen wir da auftraten, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Also mit aufgesetzten Lächeln treten wir auf die Bühne, gehen bis vorne an den Rand, stellen uns auf, neben dem Flügel, wie immer, verbeugen uns, und da bricht ein Orkan los. Unvorstellbar. Das gesamte, etwa 1700 Menschen betragende Publikum erhebt sich und es fängt ein wahnsinniges Gebrülle an und Gepfeife, und die Leute gehen bis vorne an die Bühne, jubeln und trampeln, und wir stehen da oben, ich muss sagen, etwas wie die begossenen Pudel. Es war völlig überraschend, es war eine Ovation von ungeheurer Eindringlichkeit. Und wo wir fertig waren, der Konzert, alle schreien, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wir haben ein Lied, auf Wiedersehen, gesungen, mit ein paar Worten. Nee? Auf Wiedersehen, wieder hier, im München. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, lebt wohl. Und dann war Schluss. Dann konnten wir nicht mehr arbeiten. Es waren nur zwei Konzerte eigentlich, was verboten worden sind. Und dann haben wir von alleine aufgehört. Ja, weil das war ja ganz einfach. Wer musizieren oder irgendeine Kunst ausüben wollte, musste in der Reichskulturkammer sein, in der zu ihm gehörenden Sparte. Wir konnten keine Mitglieder werden, weil wir Juden waren. Und wenn wir keine Mitglieder sind, können wir nicht Konzerte machen. Wir anderen, wir sogenannten Arier, wir bekamen den Schrieb aufgrund Paragraph 10 und so weiter, ist es Ihnen hiermit untersagt, ich gebe das sinngemäß wieder, ist es Ihnen hiermit untersagt, mit den nicht-arischen Mitgliedern der Truppe weiterhin zu musizieren? Zu musizieren, also auch nicht proben, nichts. Jeder hat bekommen, ich, Biberti und Botz. Wir dürfen nichts mit Juden musizieren. Es ist ein bisschen traurig, war es. Erstens mal, ich bin in Deutschland groß geworden, erzogen worden. Es war meine zweite Heimat. Für mich persönlich, ich rede von mir allein. Ich liebte Deutschland sehr.
Ich liebte alles, was Deutschland war. Ich liebte ich. Und damit einmal das verloren. Und ich war froh, dass ich von Polen raus war. Aber ich war nicht froh, dass ich aus Deutschland raus war. Und dort hier immer alle gehofft, dass eines Tages sich ändern wird. Dass wir zurückkommen können. Wenn Sie Tag und Nacht auf Reisen, Eisenbahnen, Flugzeuge noch nicht, Schiffen, Autos, Tag und Nacht, Garderoben, Hotels zusammen sind und zusammenwirken und zusammen das Geld verdienen, durch den Zusammenhalt eben auch. Und das hört sehr plötzlich und abrupt auf. So ist das etwas ungeheuer Einschneidendes. Wir hatten dann eine sehr faire Lösung getroffen. Wir schlugen vor, es müsse nun zwei Gruppen geben, die sich Comedian Harmonies nennen dürften. Die einen sollten vorwiegend im Ausland arbeiten, also überhaupt im Ausland arbeiten, und wir würden vorwiegend im Inland arbeiten. Und beide Truppen sollten dieselben Rechte haben. Na, wir wollten nach Wien gehen und dort aufbauen die Gruppe. Und das haben wir auch geplant und wir haben es auch getan. Das letzte Konzert der Comedian Harmonies fand in einer norwegischen Stadt statt. Die Stadt hieß Fredrikstad im Süden Norwegen. Und wie wir da zum letzten Mal so sahen und uns anguckten und wussten, das ist nun wohl unwiderruflich vorbei. Das heißt, im innersten Herzen glaubten wir, hier waren noch zwei Monate und so, aber es war ein Auseinandergehen für immer. Nicht für immer. Morgen muss ich fort von hier und muss Abschied nehmen. Oh, du allerschönste Ziel, scheiden das bringt Grimmen. Da ich dich so treu geliebt,